Nicht nur Deutschland trauert um die Friedenskämpferin Esther Bejarano. Es gibt die Geschichte eines Kaisers, der in der Nacht von Tisha B'Av auf der Durchreise in eine Synagoge Menschen weinen hörte. Er bat seine Soldaten, herauszufinden, was passiert war. Als sie in die Synagoge eintraten, sahen sie Juden, die auf dem Boden sitzen und weinten. Er fragte sie, warum sie weinen, und sie erzählte ihm von der Zerstörung des Tempels. Der Kaiser fragte seine Männer verwundert, wieso weiß ich davon nicht? Und sie antwortete ihm, sie betrauern den Tempel, der vor 2000 Jahren zerstört wurde. Der Kaiser verließ die Synagoge und sagte, ein Volk, das sich seine Vergangenheit erinnert, hat eine Zukunft. Sehr geehrte Gäste, liebe Familie, Esther Bejarano erinnerte sich an die Vergangenheit und durfte die Zukunft hier in Deutschland erleben. Esther Bejarano erinnerte sich an die Vergangenheit und kümmerte sich auch darum, dass wir, die zweite und dritte Generation, Juden wie auch Deutsche, uns an die Vergangenheit erinnern. Denn sie wusste, dass wir ohne die Erinnerung keine Zukunft haben. Nichts kann die Verbrechen wieder gut machen, die Esther Bejarano, ihre Familie und so gut wie eine andere Familie unserer Gemeinde durch die Nazis angetan wurde. Wir wollen uns auch keine Illusionen geben. Der Antisemitismus und generell der Hass auf die anderen, gegen den sich Esther Bejarano so leidenschaftlich eingesetzt hat, ist noch nicht verschwunden. Sie selbst musste schon als junge Frau Zwangsarbeit leisten und in den Konzentrationslagern von Auschwitz und Ravensbrück untergegeben. Über die Befreiung durch die Alliierten 1945 sagte sie später, es war meine zweite Geburt. Eingehend schilderte sie jungen Menschen, wie es war, Angst, Demütigung, Unrecht und Gewalt zu erfahren. Unermüdlich erinnerte sie mit ihrem künstlerischen und publizistischen Wirken an die Schrecken des Nazi-Regimes und die Ursachen von Ausgrenzung, Krieg und Gewalt. Mit ihrem außergewöhnlichen Engagement hat Esther Bejarano über viele Jahrzehnte wichtige Impulse gegeben für Demokratie, Erinnerungskultur und Gleichberechtigung in Deutschland. Sie hat erinnert an die Vergangenheit, um zu mahnen für die Zukunft. Es wäre Esthers Wunsch, dass ich zum Abschied von ihr spreche. Einen Abschied, der sie bei allen Menschen, die wir lieben, nicht enden wird. Liebe, Tod des Todes. Abschied nach mehr als 30 Jahren einer Freundschaft, die zur Wahlverwandtschaft wurde. Aus einem Brief von Esther vom 18. April 2015. Ich wollte immer einen beschützenden Bruder haben. Und so habe ich mir dich ausgesucht. Wie viele gemeinsame Kämpfe gab es? Wie viele gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsam streiten, gemeinsam wirken für Gerechtigkeit gegen jede Ausgrenzung von Menschen, gegen die schlimme Asylpolitik in Deutschland und in Europa, gegen Ausländerhass, für Völkerfreiheit und Völkerverständigung. Am 11. April 1988 war bei Esther zusammen mit Anne Hier, der Tochter von Bertolt Brecht, im KZ unter der Hochstraße
innerhalb des Stahlwerkes, ein Quartett in Salzgitter aufgetreten. Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen hatten mir spontan danach geschrieben, auch über das, was Esther ihnen über sich und ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Familie erzählt hat. Ihr Besuch in diesem KZ im Stahlwerk, diesem KZ unter der Hochstraße, das sei für sie ein Anlass gewesen, auch öffentlich zu hinterfragen, wie es 1933 zur kampflosen Niederlage der Arbeiterbewegung in Deutschland kommen konnte, die den Faschismus, die Machtübernahme ermöglichte. Anlass für sie zugleich, ins Heute zu fragen, wie wir angesichts der europaweit fortschreitenden Rechtsentwicklung die Widersprüche auch unter uns, alle Widersprüche untereinander, die Konfusion und die Differenz zwischen und innerhalb gesellschaftskritischer Gruppierungen und Parteien überwinden. Anders wäre es nicht zuletzt, wieder und wieder zu fordern, Geschichte differenziert zu betrachten, aus Fehlern und Fehleinschätzungen zu lernen. Nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht. Esthers Forderung gegen die unmenschlichen Rückführungsaktionen der Roma nach Serbien und ins Kosovo dagegen aufzutreten. Esther, Sie sind wie wir in Auschwitz und anderen Lagern als unwertes Leben vernichtet worden. Bist und bleibst. Erste, wie hast du das geschafft? Das bedeutet immer, dass du gar nicht gesagt hast, das hat sie nicht alles gemacht. Wie hast du das geschafft? Und in den letzten Jahren hat sie immer häufiger dann geantwortet. Ich habe mir so haben wir das geschrieben. Ich hatte immer Joram dabei. Und bei Joram, sie hat sich so sehr geliebt, das war kein Zufall. Ihr wart ja nicht nur Mutter und Sohn, ihr wart Genossen. Ihr seid Genossen, das kann man doch nicht beenden. Und sie hatte auch eine tolle Tochter, auf die sie sehr, sehr stolz war. Hochbegabte Sekunde. Der mir wahnsinnig gerne zuhörte, Edna. Edna. Ihre beiden Kinder so geliebt, aber die Kinder kamen ja nicht aus dem Nichts. Die Kinder hatten sie nicht von irgendjemand, nein, von einem unglaublich tollen Mann. Von Nissen. Von Nissen, dem Zauberer. Schön begehrenswert. Der herrliche Nissen. Und so, wie wir jetzt und Esther waren, so haben wir, und besonders sie natürlich, ihre beiden Kinder, und Nissen geweint. Den liebsten Freund haben wir gerade in seiner herrlichen Rede gehört, den Rolf. Rolf, sie hat sich als Wunder bezeichnet. Du warst mehr als ein Wunder. Du warst eine ganze Welt für mich. Und deine Seele, die ihr seid so wunderbar. Allein euch kennen zu dürfen, ist ein Geschenk. Und Esther durfte mehr als euch kennen. Sie war Teil von euch. Sie ist Teil von euch. Das kann ja nicht vorbei sein. Und dann ging sie auf Tournee, auch nicht irgendwie und irgendwas, mit den tollsten Jungs, natürlich mit den tollsten, irgendwer.
der einen Sitz hier kriegt, der wird auch sprechen, der ist so wunderbar. Und ich bin so glücklich, dass diese wunderbaren Menschen zu Esther gehören. Ja, sie war nie allein. Sie musste nicht allein sein. Wenn sie allein gelassen hätte, dann wäre sie zugrunde gegangen. Und sie war nicht allein. Und solange sie da war, waren wir auch nicht allein. Und jetzt haben wir nicht nur eine sehr treue Freundin verloren. Sondern eine Genossin. Danke, dass du mich gebeten hast, jetzt für deine Mutter zu sprechen. Eine große Ehre. Ich hatte große Angst davor. Und die Ehre ist größer als die Angst. Ich habe mir einen Schreiben zu überlegen, anlässlich eines Kondolenzschreibens hat Kutlu auch Wahlverwandtschaft. Er ist eingeengt worden, also damit mein Sohn und auch ein guter Freund. Und das hat mich so berührt, da dachte ich, dann will ich auch diesen Beitrag. Oh, jetzt habe ich schon den Kaddisch. Entschuldigung. Liebe Sachte, jetzt bist du körperlich nicht mehr bei uns. Auch du musstest diesen Weg jetzt antreten. Und es schmerzt sehr. Es gibt so viel zu sagen. Und dennoch sind Worte nicht genug. Wer hört jetzt mit Jora, Rossi und mir auf unseren Touren schimpfen? Ständig redet ihr über das Kochen, Essen und Fußball. Seid doch mal leise. 12 gemeinsame Jahre und fast 900 gemeinsame Konzerte und all das dank deiner Kraft. Dein Lachen, dein Mut, deine Entschlossenheit, deine liebevolle Art, dein Verständnis, dein kämpferisches Herz, alles wird fehlen. Jetzt bist du bei Nissen, von dem du immer voller Liebe und Zuneigung gesprochen hast. Du bist bei deinen Eltern und deinen Geschwistern an einem Ort ohne Zeit und Frist, voller Ruhe und Zufriedenheit. Du konntest mir fast nie eine Bitte ausstrahlen. Daher habe ich einen letzten Wunsch. Grüßt meinen Vater von mir und haltet uns einen Platz an eurer Seite frei, denn irgendwann werden wir alle zu euch kommen. Ich werde nicht viel sagen, nur einen kleinen Text von Rossi zitieren. Und das zeigt, glaube ich, sagt viel über unsere Familie aus, dass wir unsere Botschaften gegenseitig lesen. Er sagt, Mutti, Oma, egal wie wir dich genannt haben, du wirst fehlen. Du hast unser Herz erfüllt und danke, dass du uns in dein Leben gelassen hast. Danke, dass wir Teil deines Lebens sein durften. Danke, dass wir durch deine Kraft gemeinsam diesen Weg gehen. Danke, dass wir einen Bruder haben, zwei Brüder, einen Vater, Tanten, so viele Menschen, mit denen wir gemeinsam kämpfen und dir helfen können, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Denn durch dich war diese Welt ein bisschen besser. Und nun liegt es an uns, dein Andenken in Würde, dein Kampf in Würde fortzuführen. Das war der Text von Rossi. Und ich möchte nur sagen, Esther, wie auch Wolf das gesagt hat, ihr Lieben, Esther ist nicht gestorben. Sie ist in die Ewigkeit eingetreten. Für ewig in unserem Herzen,
Gedanken, in unserer Liebe, in unserer Freundschaft und in unserem gemeinsamen Kampf. Danke. Esther Bejarano wurde zu Lebenszeiten zu einem Symbol, eine Ikone, eine Lehrerin für uns alle. Denn sie hat sich für das Leben entschieden. Sie hat sich entschieden, für das Gute und für das Leben zu kämpfen. Sie hat sich entschieden, obwohl sie Shoah-Überlebende war, als Jüdin hier in Deutschland zu leben. Und sie entschied sich auch, als Jüdin hier in Deutschland zu sterben und hier in Deutschland auf dem jüdischen Friedhof begraben zu werden. Ihr Tod im hohen Alter, nach einem langen Leben hier in Deutschland und ihr Begriff bis heute hier auf dem jüdischen Friedhof, sind ihre Rache an den Nazis. Sie sind für ihr ganzes Leben ein Symbol für ihr Sieg und ihr Heldentum. Sie hält die Erinnerung an ihre Vergangenheit und die Vergangenheit unseres Volkes lebendig. Und sie konnte die Auferstehung ihrer Familie und die Auferstehung unseres Volkes nach der Shoah miterleben und mitgestalten. Rechile Shalom, Tanuchim Shalom HaMishpatech, Tehi Nishmatech Tzurah Betzorach Haim. Amen. Nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht. Ein Aufruf an alle, in liebevollen Gedenken an Esther Bejarano.